So, wir machen uns mal wieder auf den Weg, irgendwas zu finden, um Gamschuh an Dinge zu erinnern. Ja, ich weiß nur noch nicht, wo wir hin sollen, ehrlich gesagt. Strafanstalt, vielleicht nochmal da gucken. Also, ihr können wir auch ein paar Sachen präsentieren, das sollten wir vielleicht mal einfach tun, ne? Verteidiger und Staatsanwälte dürfen keinerlei Beweise außerhalb des Gerichts zeigen. Das ist Tabu, besonders wenn es die Interessen beider Parteien betrifft. Ja, sie meint das ernst. Lana. Okay, die wird auf gar nichts jetzt reagieren wahrscheinlich, ne? Also wenn die jetzt schon so pisst ist, dann... Okay, nee, ist okay, ich versuch's erst gar nicht. Ist, glaube ich, verschwendete Liebesmühe, ne? Ich würde ja gerne einfach mal... Ich komme da nicht hin, das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Tiefgarage nochmal. Von da zum... Ja, zu Edgeworth, komm. 24. Februar, Büro des Oberstaatsanwalts, Zimmer 2, 1202. Ich frage mich, ob Edgeworth schon zurück ist. Da ist er! Sieht so aus, als würde er etwas schreiben. Hä? Was machen Sie denn hier? Er hat sich ganz schön beeilt, dieses Papier auf den Boden fallen zu lassen. Also, was ist denn da? Warum haben denn die Leute jetzt gerade hier alle so... Was haben die denn mit ihren ganzen Papieren, die sie da unten verschwinden lassen? Ja, jeder hat seine Geheimnisse, ich merke schon, ne? Harter Tag im Gericht, hä? Ich musste schon die letzten 2 Jahre damit leben, dass Gerüchte im Umlauf waren. Was macht mir eine weitere Anschuldigung da noch aus? Kopf hoch, Herr Edgeworth, ich werde Sie anfeuern. So ist Edgeworth nun mal. Versucht immer, seine wahren Gefühle zu verbergen. Was wollen Sie eigentlich? Im Gegensatz zu anderen Leuten habe ich nicht den ganzen Tag Zeit. Ach ja, nett wie immer. Gefälschte Beweise. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Vor 2 Jahren habe ich falsche Beweise benutzt, um einen Schuldspruch zu erwirken. Letztlich läuft alles genau darauf hinaus und diese Tatsache ist nicht zu ändern. Aber Sie haben es doch nicht gewusst, oder? Ich meine, dass die Beweise manipuliert waren. Das Polizeirevier und das Büro des Staatsanwalts vereint ein Band des Vertrauens. Wenn dieses Band zerschnitten ist, kann es passieren, dass wir alles verlieren. Der Fehler des Polizeireviers ist mein Fehler, als zuständiger Staatsanwalt. Diese Tatsache ist unumstößlich, egal welche Ausreden ich haben könnte. Herr Edgeworth, ich bin stolz auf meine Arbeit. Sagen Sie mir also warum. Warum musste alles so weit kommen? Ja, selbst Edgeworth kann diese Art von Gefühlen nicht unter Verschluss halten. Morgiger Prozess. Sind Sie für den Prozess morgen gerüstet? Ah, erst der Prozess letztes Jahr, jetzt dieser. Sie scheinen sich immer um mich zu sorgen. Ehrlich gesagt, gehen Sie mir damit auf die Nerven. Herr Edgeworth, Sie können doch nicht einfach den Prozess hinschmeißen. Morgen ist der letzte Tag. Es ist zu spät, den Staatsanwalt auszutauschen. Ich wette, daraus setzen meine Vorgesetzten. Ich hatte nie gedacht, dass dieser Fall mich mal so verfolgen würde. Was meinen Sie damit? Diese Beweisliste, sie scheint so kurz zu sein. Die meisten Listen sind doppelt so lang. Sie ist nur halb so lang wie die meisten anderen Listen? Das ist seltsam. Nachdem Neil Marshall ermordet wurde, übernahm ich denselben Fall als Staatsanwalt. Ich war zwar nicht an den Ermittlungen beteiligt, aber zu jener Zeit hatte ich nur einen einzigen Gedanken. Ich würde mit den vorhandenen Beweisen die Schuld des Angeklagten beweisen. Sagen Sie, wir haben eben ein Bild gesehen, das zu jener Zeit gemacht worden ist. Dieses Bild, irgendetwas kam mir daran komisch vor. Das zeigen wir gleich mal. Könnten Sie uns nochmal erzählen, was an diesem Tag passiert ist? An dem Tag, an dem Inspektor Goodman ermordet wurde? Sie haben an einer Zeremonie im Polizeirevier teilgenommen, richtig? Ich konnte Zeremonien noch nie was abgewinnen, aber an dieser musste ich teilnehmen. Weil Sie diese Auszeichnung erhielten. Oh, diejenigen, die Auszeichnung erhalten, können sich schlecht vor der Zeremonie drücken. Ich hatte morgens klar Schiff gemacht. Dann bin ich zum Polizeirevier gefahren. Sie haben im Büro klar Schiff gemacht? Ja, nur Kleinigkeiten, Bürokram. Ich hatte nicht vorgehabt, an diesem Tag nochmal ins Büro zurückzukehren. Das heißt, bis ich gebeten wurde, etwas zurückzubringen. Etwas zurückzubringen? Das hier. Ach ja, Polizeichef Gant hat sie gebeten, das aufzubewahren, richtig? Ja, es war ein Beweisstück aus einem Fall, der ein halbes Jahr zuvor abgeschlossen war. Er bat mich, es zum Büro des Staatsanwalts zurückzubringen.
Das ist die Geschichte, die wir gestern gehört haben. Sie sind also zum Büro des Staatsanwalts zurückgekehrt, weil der Polizeichef sie bat. Das ist richtig. So, Foto hier. Dieses Bild hing an der Wand im Büro von Polizeichef Gant. Staatsanwalt Neil Marshall. Er war gerade dabei, sich einen Namen zu machen. Scheint, als wäre es gemacht worden, als er die Trophäe König der Staatsanwälte bekam. Da wir gerade davon reden, es gibt da etwas, was mich irritiert. Ja? Die Trophäe, die Herr Marshall da in der Hand hat, ist ein bisschen anders als ihre. Ja, da hast du recht. Na, jetzt erinnere ich mich. Woran erinnern Sie sich? Ja, das war die offizielle Staatsanwaltstrophäe, die bis zu jener Zeit verliehen wurde. Dahinter verbirgt sich eine Geschichte. Eine Geschichte? Klingt interessant. Macht es Ihnen etwas aus, sie uns zu erzählen? Sie ist wirklich ganz einfach. Widerspruch. Darauf basiert diese Aufzeichnung, diese Auszeichnung. Na, dann erzähl mal ein bisschen mehr. So. Diese Auszeichnung geht auf ein altes chinesisches Märchen zurück. Im Chinesischen wird das Wort Widerspruch mit zwei Schriftzeichen geschrieben. Das erste heißt Hellebarde, das zweite bedeutet Schild. Schon mal gehört? Ich? Ja, sicher. Jeder weiß das. Warum erzählen Sie uns das? Ach, ja, wegen Emma. Nun gut. Es war einmal im Königreich Chu. Da gab es einen Waffenhändler. Eines Tages schenkte er dem König zwei Dinge. Das erste war eine Hellebarde, die angeblich jeden Schild und jede Rüstung durchdrang. Das zweite war ein Schild, der angeblich jeder Waffe trotzen konnte. Moment mal. Diese Behauptungen widersprechen sich ja. Sehr scharfsinnig. Aber Sie hatten die Geschichte ja auch schon mal gehört, nicht wahr? Jedenfalls, wie Sie schon sagten, widersprechen sich diese Beschreibungen. Als der König darauf hinwies, war der Händler sprachlos. Und so war das chinesische Wort für Widerspruch geboren. Oje, das war ein spannender Fall, ja. Ach so, also symbolisieren der zerborstene Schild und das zerbrochene Messer? Ganz genau, sie symbolisieren die Gaben des Händlers. Das alte Märchen endet damit, dass der Händler keine Worte mehr findet. Aber es liegt in unserer Natur, den Dingen auf den Grund zu gehen. Auch wenn sich dabei so etwas Hässliches wie das hier ergibt. Wow, danke Herr Edgeworth, heute habe ich etwas Neues gelernt. Ja, das ist komisch. Wenn das so ist, warum haben Sie dann nur das Schild verliehen bekommen? Da müssen Sie schon Polizeichef Gunn fragen. Vor 2 Jahren hat er den Hellebardenteil der Auszeichnung abgeschafft. Polizeichef Gant? Trophäe König der Staatsanwälte aktualisiert. Vor 2 Jahren wurde die Hellebarde auf ganz Wunsch entfernt, seitdem diese Form. Interessant. Ja, wenn wir schon hier sind, weiter Zeug präsentieren. Ja. Right, ich bitte Sie. Ich bin der Ankläger in diesem Fall. Sie erwarten doch nicht, dass ich den Fall mit Ihnen bei einer Tasse Tee bespreche. Kein Tee, bitte. Sagen Sie mir einfach was zu dem Fall. Herr Wright! Herr Edgeworth hat Ihnen doch schon ganz elegant Nein gesagt. Auf welcher Seite stehst du denn eigentlich? Vielleicht kann ich mit meinem besten Beweis eine Reaktion aus ihm rauskitzeln. Okay, das haben wir ja schon. Ja, gerade ganz neu, bla bla bla. Oh, dieses verschmitzte Lächeln immer. Also, der guckt echt so, als ob er uns gleich vernaschen möchte, ja. Wirklich. Okay, das haben wir schon. Okay, der wird uns nichts mehr sagen. Also, das ist... Die Frage ist natürlich nur, ob wir jetzt... Oder gibt es da irgendwas, was... Das hier würde ich aber gerne nochmal zeigen. Okay, ne. Einfach, weil es auf dem Foto zu sehen ist. Ich meine, es ist halt so... Hat er noch irgendwas liegen? Nee. Er hat sein Ding da weggepackt, ne? Seinen Zettel. Gut, dann bewegen wir uns jetzt mal wieder weiter. Okay, 24. Februar, Büro der Staatsanwaltschaft, Tiefgarage. Entschuldigen Sie bitte. Ach, sieh wieder. Da, du Arschloch. Hat einer von Ihnen beiden Lust auf einen Viertel Pfund Roastbeef? Frau Star, ihr sind wohl die Steaks ausgegangen. Sie sind sicherlich von der neugierigen Sorte, stimmt's? So in etwa wie der erste Mensch, der an einem Kuhäuter Milch entdeckt hat. Dennoch hätte ich nie gedacht, dass Sie den Fall von vor 2 Jahren ausgraben würden. Ja, jeder bei diesem Prozess war in dem Fall SL9 verwickelt. Nicht nur das, sondern der Mord geschah an dem Tag, als der Beweistransfer von jenem Fall fällig war. Das kann man wohl kaum noch als bloßen Zufall betiteln. Haben Sie da nicht etwas vergessen? Wissen Sie,
dieses kleine Schauspiel, das ich mit ansehen durfte? Der Moment, in dem Lana Inspektor Goodman mit einem Messer erstochen hat. Egal, was sie noch aus der Vergangenheit ausgraben, ich sah, was ich sah. Roastbeef soll man sich auf der Zunge zergehen lassen. Frau Stars Hass auf Lana. Das alles geht auf die Ereignisse vor 2 Jahren zurück. Ja, reden wir weiter. Darks Ermittlung. Joe Dark, das ist ein Name, den ich nicht so schnell vergessen werde. Wir waren ihm ein halbes Jahr lang auf den Fersen. Was für ein Druck. Dennoch glaubte ich nicht, dass ich mich jemals lebendiger gefühlt habe. Jene Tage waren heißer als kochendes Wasser. Für den armen Jake Marshall muss es jedoch die Hölle gewesen sein. Sie meinen wegen des Todes seines Bruders? Die beiden standen einander sehr nahe. Nachdem Neil gestorben war, geschah etwas mit Jake. Er wurde richtig besessen. Jake so zu sehen, ließ ihn noch mehr verzweifeln. Sie? Lana Sky. Meine Schwester? Die Besten der Besten wurden auf den Fall SL9 angesetzt. Natürlich übernahm das legendäre Duo die Leitung. Lana und Polizeichef Gant. Nach Ende des Falls. Dieses legendäre Paar war der Grund, warum wir unsere Ermittlung fortsetzen konnten. Deshalb waren wir so geschockt davon, was daraus wurde. Sie meinen die Manipulation der Beweise? Verstehen Sie mich nicht falsch. Joe Dark bekam, was er verdient hatte. Dennoch war es offensichtlich, dass dem Gericht manipulierte Beweise vorgelegt wurden. Niemals gefundene Gegenstände tauchten plötzlich auf. Andere Beweise wurden unterschlagen. Aber sie hatten keine Beweise dafür, dass etwas Illegales gemacht wurde. Ich bin Beweis genug für das, was passiert ist. Oh. Nach dem Fall wurden wir alle, außer Goodman, unseren Pflichten entbunden. Die meisten sogar ohne jede Erklärung. Dann wechselte Lana Sky zur Staatsanwaltschaft und wurde Generalstaatsanwältin. Lana wollte immer Anklägerin werden. Nichts ist jemals ganz so einfach, wie es scheint. Hä? Lana Sky wurde lediglich als Bauernopfer benutzt. So sehe ich die Sache. Sie wurde benutzt? Legendär und du. Damon Gant und Lana Sky. Ja, die beiden schon wieder. Vor 2 Jahren war Gant Oberinspektor und Lana seine Stellvertreterin. Die Besten. Sie haben alle möglichen Fälle zusammen aufgeklärt, oder? Damon Gants Magnetismus war fast schon unglaublich. Sein Magnetismus? Damit meine ich seine Fähigkeit, Beweise anzuziehen. Er lieferte die unglaublichsten Beweise in seinen Fällen. Unglaubliche Beweise? Meinen Sie damit? Oh ja, es gab schon damals Gerüchte hinsichtlich seiner Person. Niemand hat es jedoch gewagt, ihn damit zu konfrontieren. Ich gehe mal davon aus, dass sie von manipulierten Beweisen spricht. Damals war Lana für alle ein Vorbild. Alle Inspektoren wollten so sein wie sie. Oh, wirklich? Oh ja, ich selbst ja auch. Ich war ein Narr. Ich hasste alle krummen Sachen und passte auf die anderen Inspektoren auf. Nee, sie, nicht ich. Deswegen war sie so sehr um Jake besorgt. Ach, Herr Marshall. Als Jakes Bruder ermordet wurde, war das für sie, als wäre es ihr Bruder gewesen. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte sich Jake wohl nie von dem Schock erholt. Das machte das Ganze umso ärgerlicher. Frau Starr, deswegen werde ich ihr nie verzeihen können. Warum musste sie danach so kalt werden? Oh. Benutzt werden. Lana wechselte vor 2 Jahren zur Staatsanwaltschaft, nicht wahr? Ja, dank des gewaltigen Einflusses von Polizeichef Gant. Polizeichef? Stimmt genau. Durch die Aufklärung des Falls SR9 sicherte er sich den Posten. Es gab nur noch eine Sache, deren Kontrolle er sich bemächtigen musste. Und dann wäre ihm keiner mehr im Weg. Die Staatsanwaltschaft. Was? Wollen Sie etwa sagen, deswegen ist Lana versetzt worden? Wer die Generalstaatsanwältin in der Hand hat, kontrolliert die Staatsanwaltschaft. Das muss schon die ganze Zeit sein Ziel gewesen sein. Aber wie konnte er Lana in der Hand haben? Weiß ich nicht, aber eins ist sicher. Seit dieser Fall abgeschlossen wurde, war sie nicht mehr dieselbe. Es ist nur logisch daraus zu folgern, dass es einen Grund für ihren Wandel gegeben haben muss. Endlich. Endlich komme ich diesem hässlichen Durcheinander auf den Grund. Vielen Dank, Frau Star. Hören Sie mir zu, Sie Anfänger.
Für ein Gourmetgericht sind mehr als nur erlesene Zutaten erforderlich. Ich hoffe, aus ihnen wird mal ein besserer Koch, als ich es war. So. Wollen wir noch irgendwas präsentieren oder wir bewegen uns einfach? Strafanstalt. Ich weiß nicht, soll ich hier noch irgendwas zeigen? Also. Ach komm, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen, Frau Star. Das Einzige, was ich Ihnen jetzt noch sagen kann, ist ein Reis, oder Ihnen noch geben kann, ist Reisgericht mit Mohn. Echt billig. Essen Sie das, dann können Sie vor Gericht vielleicht schwarz und weiß unterscheiden. Okay. Ich habe schon verstanden, ich bin weg. Du willst mit mir quatschen, ist okay. So, bewegen wir uns jetzt hier in... Ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll. Das ist es halt gerade. Ja. Ich meine, ich kann jetzt wieder hier hin, aber... Ah, 24. Februar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Ach, Sie sind wieder da. Ja, Sie sind noch hier? Ich muss 150 Kopien von diesen Akten machen. Kaffee kochen, Akten kopieren. Ja, ich werde noch ein richtiger DJ. Sie sind auch DJ? Ja, wenn ich mich nicht irre, meinte er Deskjockey oder Datenjongleur. Ach, so ein DJ. Ich muss Ihre Hartnäckigkeit schon bewundern, aber meine Antwort ist immer noch nein. Hä? Ich lasse Sie nicht ins Büro des Polizeichefs, basta. Das wäre mein Ende. Dieses Büro ist der letzte Tatort im Fall SL9. Ich muss mich unbedingt darin umsehen. Es muss doch etwas geben, womit wir den Inspektor umstimmen können. Oh ja. Der Schild vielleicht? Hey, das ist sie. Das ist die Trophäe, König, bla bla bla. Waren Sie bei der Verleihung? Ja, natürlich. Gratuliere, sagen Sie. Ach, das weiß doch jeder. Da war dieser Drache. Ja, das war's, ein Drache. Er stand irgendwie auf Zilde. Wissen Sie? Ja, das ist nicht ganz die Version, die uns erzählt wurde. Nein, aber diese klingt aufregender. Jedenfalls wird es noch ziemlich blutig. Ich erspare Ihnen lieber die Details. Tja, was geben wir ihm? Was können wir Ihnen jetzt zeigen? La 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 la. Fingerabdruck. Zeig nochmal das Bild. Okay. Ja, letztlich, ich meine, haben wir jetzt den ultimativen Beweis hier? Irgendwo gesehen, irgendwo, früher ein Releben, bla bla bla. Ja, wo könntest du die gesehen haben? Im Polizeibüro, offensichtlich, ja. Vorlage beim Polizeichef. Oh, eine Verlustmeldung, beeindruckend. Ah, das habe ich doch alles schon gezeigt. Ich meine, habe ich jetzt wirklich neue... Habe ich jetzt irgendwie eine neue Erkenntnis erlangt? Nicht wirklich, das hier vielleicht noch. Nee. Na, 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 na. Ich habe nichts Neues. Was soll ich denn geben? Ich habe eine Idee. Wir machen mal Folgendes. Wir gehen nochmal zu Edgeworth zurück. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass uns noch was fehlen könnte. Zweiter Zettel. Den will ich mal angucken. Schreibtisch. Ist ziemlich ordentlich. Bla bla. Hochglanz poliert. Ja, das war ja wieder der Gammschuh. Bla bla. Mitnehmen. Tu es nicht. Na, ja, gibt es hier irgendein. Ah, der hat zerknüllt. Ach so, da unten. Ich frage mich, was er vorhin geschrieben hat. Ich kann es mir schon vorstellen. Lass mich raten, ist es eine Kündigung? Kommen Sie, Herr Wright, lassen Sie uns mal nachsehen. Bist du verrückt? Edgeworth sitzt doch genau dort. Lenken Sie ihn einfach ab, ich werde nachsehen. Hey, Edgeworth. Hä? Ist das Inspektor Gumshoe da draußen? Oh nein, jetzt stürzt er ab. Moment, erst will ich sehen, was das Mädchen macht, das um meine Füße rumkrabbelt. Er hat nicht einmal geschaut. Was? Kündig, ich sag's doch, kündig... Na, wenn du nicht lesen kannst, lese ich es dir vor. Da steht Kündigung. Kündigung? Edgeworth, Sie wollen doch nicht etwa... Ich bin müde, Herr Wright. Ich fühle mich, als wäre etwas in mir gestorben. Aber Herr Edgeworth, das ist doch alles nicht Ihre Schuld. Ich weiß, auf welchem Pfad ich gegangen bin. Das muss mir keiner sagen. Und der Pfad, auf dem ich ging, war nicht rechtschaffen. Ich kann mir nicht verzeihen, was ich getan habe. Und das sollte mir auch sonst niemand verzeihen. Oh, ich glaube, er meint es ernst. Herr Wright,
Bitte, Sie müssen etwas unternehmen. Dieses Kündigungsschreiben. Ich frage mich, ob ich damit etwas anfangen kann. Edgeworths Kündigungsschreiben. Er macht ernst. Können wir es uns nochmal angucken? Nö, steht einfach drauf. Ich kündige. Miel. Aufgrund der jüngsten Ereignisse erkläre ich meinen Rücktritt als Staatsanwalt. Er hat tatsächlich einen Kündigungsbrief geschrieben. Wow, auch wenn er zurücktritt, finde ich Herr Edgeworth cool und direkt. Außerdem war es nicht seine Schuld. Ja, jemand muss die Verantwortung übernehmen, so ist das unter Erwachsenen. Ja, aber die Verantwortung ist nichts wert, wenn er einfach nur zurücktritt. Ja, nun, nicht jeder dürfte dieser Meinung sein. Wahre Verantwortung wäre es, wenn man den Rest des Lebens umsonst arbeiten würde. Manchmal kann die Welt der Erwachsenen echt hart sein. Gut, aber wir wissen ja, wie wir das zu zeigen haben, ne? Aber ich würde sagen, das zeigen wir dem Gamschu in der nächsten Folge, denn das wird ihn sicherlich bei seiner Liebe zu Edgeworth völlig umhauen und dann wird er uns endlich auch mal seine Karte zustecken. Also, bis zur nächsten Folge.